Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge Cyberpunk. Ja, das letzte Mal sind wir hier in dieser Kabine stehen geblieben, wo wir mit Dex geredet haben. Und wir stehen jetzt kurz vor unserem großen Einbruch, sage ich mal, in diesem Penthouse, wo wir uns ja diesen Chip holen sollen, den wir ja schon mal in diesem Braindance ausgekundschaftet haben, beziehungsweise herausgefunden haben, wo der ist. Und ja, ich würde sagen, da begeben wir uns jetzt direkt hin. Jackie will, glaube ich, auch nochmal Hallo sagen, oder Jackie? Los, dein Auftritt, nicht schüchtern. Dauert das lange? Na, jetzt sagt er natürlich nicht sein berühmtes Hallo. Naja, wie auch immer. Ja, genau, ich würde sagen, also ich weiß jetzt nicht, was passieren würde, wenn ich sage, ich muss noch was erledigen. Ich schätze mal, dann hätten wir so eine Pause, könnten uns noch ein bisschen frei bewegen, bevor wir dann wieder hierher kommen. Aber ich würde sagen, ja, lass uns los. Lass uns los. Warten bringt nichts. Ja, Aber erstmal will ich mir immer noch das Ding gleich da wieder. hinten snacken. Okay, ich kann mir nicht das Ding hier hinten snacken. Hätte ich vielleicht vorher machen sollen. Willkommen an Bord dieses Delamain-Dienstes. Mit Delamain vergessen Sie all Ihre Sorgen. Scheiße, darauf kannst du einen lassen, Viejo. Vokabular wie dieses halte ich derzeit für unangemessen. Ach ja? Darf ich dich dann mal an den Junggesellenabschied meines Cousins erinnern? Solche Dienste bieten wir derzeit leider nicht an. 3 Monate hatte ich dafür gespart. Hallo, der ist doch nur ein Roboter oder so. Oder eine KI. Der soll man nicht über uns urteilen. Vor Fahrtantritt muss ich die Identitäten aller Fahrgäste verifizieren. Bitte verbinden Sie sich mit Ihrem Direct-Link. Ach, jetzt muss ich mich auch noch verbinden. Ich dachte, das ist ein sicheres Unternehmen, was unsere Daten geheim hält und so weiter. Trotzdem wollen die alles sammeln. Excelsior-Paket aktiviert. Excelsior? Das wird ja immer besser. Ja, fragen wir doch erstmal, was das ist. Excelsior? Excelsior ist ein für Premium-Kunden maßgeschneidertes Paket. Top-Qualität ist eben nicht gratis. Pass auf. Delamain, Gefechtsmodus einleiten. Verzeihung, aber Sie befinden sich derzeit nicht in akuter Gefahr. Mhm. Okay. Verkackt. Glaub mir, der mit ne ganze Armee Saka-Ninjas nieder, wenn sein muss. Einzelnes Taxi? Was gehört noch was dazu? Was beinhaltet Excelsior noch? Umfassende Gesundheitsfürsorge, inklusive eines etwaigen Leichentransports, falls der Tod im Fahrzeug eintritt. Wow, was für ein Downer. Nice. Das will ich hören. Ja. Dex knausert nicht, ha? Huh? Jedenfalls wissen wir jetzt, wofür er seine 65% raushaut. Ja. Also wie gesagt, ich hätte eigentlich gerne 50 gehabt oder so. Weil, wie Jackie schon meinte, wir sind ja eigentlich der Job. Man direkt in die Oberliga. Ja, könnte echt du mal ein bisschen runterkommen. Hä? Noch sind wir ja nicht da. Ich weiß nicht, Jack. Scheint mir, als verlierst du deine Bodenhaftung. Scheint mir, als hättest du irgendein Problem. Ja, ich brauche dich mit klarem Kopf und bei der Sache. Für den Job. Dieser Kopf war in meinem ganzen Leben nie klarer. Lass mich dir was erklären. Ich habe mein ganzes Leben in der Gosse verbracht. Wir nähern uns unserem Zielort. Und ich habe nicht vor, dahin zurückzugehen. Das ist sicher schon mal nach einem guten Plan, ne? Ja, aber ich meine, T-Burg macht uns ja eh den Weg frei. Also von daher sollte das ja gar kein Problem sein. Und wenn man vom Teufel spricht, hey, wie läuft's? Ruft sie auch schon an. Sehen, wie es läuft. Hey, wir sind gleich beim Hotel. Hör zu, ich leite euch über eine verschlüsselte Direktleitung durchs Konpecki. Weh, ruf mal Jackie an. Als Sync-Test. Sicher ist sicher. Okay. Jackie, ich ruf dich an. Und? Nur Rauschen. Sag mal was, Bug. Die größten Verbrechen werden durch Übermaß und Ausschweifung, nicht Mangel und Not begangen. Bitte was? Aristoteles, du verstehst mich also? Ja, dich schon. Deinen griechischen Kumpel eher nicht. Klang aber echt erhaben. Du könntest ja mal versuchen, es zu verstehen. Was ist mit dir, wie? Ja. Ich will mehr von Aristoteles. Technisch, alle beide. Ja. Okay, Tech ist soweit, wie es aussieht. Será mejor que sí. Alles klar.
Danke, dass Sie sich für Delamain entschieden haben. Und viel Glück. Ja, also Sie warten ja hier, ne? Ja, perfekt. Oder warum sieht sich denn eigentlich eine KI? Geht ja mal gar nicht. Oh, fast vergessen. Kein Eisen, oder? Das ist korrekt. Jetzt, wo ich gerade das sehe, hier sind auch Aussparungen für Waffen in der Mittelkonsole, oder wie? Aha. Okay, Hannah. Gehen wir. Ach ja, ich habe ja nicht nach meiner Identität gefragt. Aber ich heiße wohl Hannah. Diesen Stanley, den hört man auch überall. Der ist wohl der Fernsehmoderator hier in der Stadt. Ja, aber wie gesagt, eigentlich sollte das doch so, wie es sich angehört hat, ein Spaziergang werden. Wir laufen da einfach ein bisschen durch, Tibak hackt alles und dann ist gut. Ich meine, keine Waffen, also auch kein Stress. Okay, jetzt ruft Tibak wieder an. Wir sind da, Buck. Ah, okay. Die Reservierung ist auf deinem Namen. Ramon, du willst Haji Meitake sprechen. Militärtech-Abteilung. Papiere sind für den Flathead. Kein Problem. Hallo, wir müssen hier mal durch. Willkommen im Konpeki Plaza. Bitte treten Sie nacheinander durch. Alles klar. Alle gleichzeitig? Sir. Okay. Moment, ich hab hier was. Würden Sie mir erklären, warum Sie militärische Ausrüstung ins Konpeki Plaza bringen? Nö, muss ich nicht. Ich glaube nicht, dass ich mich hier erklären muss. Niemandem gegenüber. Nun, wir haben aber Regeln, die das vorschreiben. Ah, Sie sind hier, um Taki-san zu treffen, richtig? Bitte entschuldigen Sie die Unannehmlichkeiten. Ja, warum denn nicht gleich so? Das dauert nur einen Moment mehr. Okay. Bitte sehr. Danke sehr. Wieso denn nicht gleich so? Herzlich willkommen im Konpeki Plaza. Dankeschön. Ich mag es irgendwie, dass die hier so... golden sind. Natürlich. Einen Moment bitte. Erkennt man direkt, wer hier zum Personal gehört. Namen haben Sie reserviert? Ramo. Victorino. Doppelzimmer, zwei Erwachsene, eine Nacht, korrekt? So ist es. Perfekt. Ich werde Taki-san über Ihr Eintreffen informieren. Shit, das war nicht Teil des Plans. Red mit ihr, wie? Sag irgendwas. Okay. Das wird nicht nötig sein. Wir machen uns frisch und informieren ihn selbst. Aber Taki-san erwartet Sie doch, oder? Signorita, wissen Sie, wie lange wir schon unterwegs sind? 18 Stunden aus Neu-Barcelona. Mit Verspätung am Metaki, weil irgendein Cyberpsycho sich im Terminal in die Luft gejagt hat. Ach, ein Albtraum. Natürlich, ich verstehe. Sie haben die Lapis Lazuli Suite auf Ebene 42. Fancy Schmancy. Eine Formalität noch. Bitte validieren Sie Ihren Zugangschip. Nach dir, Hannah. Okay. Ist das auch Teil des Plans? Ich meine, wird Tibak ja bestimmt durchgeplant alles haben, oder? In Ordnung, danke. Wir wünschen einen angenehmen Aufenthalt. Okay, danke schön. Danke. Okay, gehen wir. Ja, dir nach. Da oben ist übrigens eine Kamera. Neu-Barcelona? Improvisation. Versuch's auch mal. Mich würde interessieren, ob sich tatsächlich wer in die Luft gejagt hat oder ob er sich das ausgedacht hat. Hm? Ziemlich nett hier, hm? Nicht wie dieses Messehotel in Zürich. Lass gut sein, Jack, das reicht. Was denn? Ich nehme das halt ernst. Nee, ich finde das schon gut, wie Jack das macht. Weckt am wenigsten Aufmerksamkeit. Und ich meine, wer weiß, von wo die uns überall hören können. Also von daher, ich finde das ja gar nicht schlecht. Ich bin aus Versehen ein bisschen vorgesprintet irgendwie. Die Bar sieht nett aus. Profi-Puppen. Willkommen im Konpeki Plaza. Hallo. Unter der Woche sind Reservierungen nicht möglich. Suchen Sie sich also gern einen Tisch aus. Ach, jetzt gehen wir auch noch was essen. Setzen Sie sich an die Bar, wenn Sie mögen. Wenn alles vorbei ist, komme ich irgendwann mal mit Misty her. Wollen wir uns da umsehen? Nee, wir müssen weiter. Aber jetzt und hier geht's um den Job. Ich weiß ja nicht, also ich denke nicht, dass es jetzt irgendwas bringen würde, sich hier umzusehen, oder? Da gibt es scheinbar Musik oder sowas, keine Ahnung. Aber das juckt uns ja alles nicht. Bloß nicht zu lange hier aufhalten, sondern den Job so schnell wie möglich über die Bühne bringen und dann sind wir auch gleich wieder hier raus. Das wäre jetzt eigentlich so mein Plan gewesen.
Das sieht nice aus. Ich glaube, wir passen rein, hä? Wie sehe ich aus? Das bewegt sich. Als hätte jemand einen Hund verkleidet. Und du siehst besser aus, oder? Ich weiß ja nicht, wie ich aussehe. Haben wir denn irgendwo einen Spiegel oder so? Muss ich gleich mal gucken. In unserem Apartment, falls wir da tatsächlich reinkommen. Oder falls wir nicht von T-Bug vorbeigeleitet werden. Aber ich meine, wir sind ja auf... Was sind wir jetzt? Ebene 42 sind wir jetzt gefahren, ne? Also da war ja, glaube ich, unser... Oha. Sogar mit Übersetzung. Coole Sache. Ah, wir sind sogar hier. Hallo, ja, ich will in den Spiegel gucken. Das ist nice. Ziemlich schick. Schade, dass wir nicht übernachten. Gute Wahl, Bug. Schick war nicht der Grund. Von dort ist es nur am nächsten zum Dweller und den Server. Si, si, me acuerdo. Mach den Flathead an und such den Schachtzugang. Klingt einfach. Nice. Einfach ist oft am schwersten zu meistern. Aurelius? Aristoteles? Wer ist das? 100% T-Bug. Wo ist der Schacht? Boote den Scanner. Sieh dich um. Okay, warte kurz. Ich will kurz Spiegel gucken. Wie sehe ich denn aus? Sehe ich wirklich so schrecklich aus, wie Dings es meinte? Jackie. Ja, geht ja. Ich weiß jetzt nicht. Die Haare passen nicht so ganz zum Outfit, aber ist okay. Aber ich meine, es ging ja wahrscheinlich hauptsächlich darum, dass wir uns nie in solche Klamotten reinzwängen würden. Erstmal aufs Klo. Immer noch nichts. Wie schwer kann das sein? Hallo, ich bin gerade am Kacken. Mach den Kopf zu. Okay. So, was soll ich tun? Ist der Flathead bereit? Fast geschafft. So, ich soll scannen. Okay. Da kommen wir rein. Jackpot. Gut. Habe ich sonst noch irgendwas hier? Wie sieht der Flathead aus? Oh, Blut. Alles klar. Natürlich. Oh, Fernseher, oder was? Ich wollte hier nochmal gucken, was hier ist. Ach, da kann man Radio ausmachen, okay. Ausschalten. Cool. Ich mache in der Zeit hier mal ein bisschen Radio, ne? Hier da. Der Kleine steckt fest. Vom Anstarren wird nichts besser. Ach, der geht jetzt schon da rein? B, nimm Jackies Kontrollsplitter. Habe ich jetzt natürlich verpasst. Mit den Kameras. Dann kannst du den Bot lenken. Nee. Okay, her damit. Ja, ich mach einfach. Her damit. Ich hab's geklaut, gehört mir. Verbinde mit Kamerafeed. Könnte dein Hirn etwas verwirren, aber das vergeht. Ich hätte gar keinen Spiegel gebraucht. Hallo. Okay, hab klare Sicht. Man darf die Leute nicht aus den Wohnungen. Auf zum nächsten Schacht. Arasaka übernimmt die Kosten für alle etwa. Der nächste Schacht ist. Warte, was habe ich jetzt gescannt? Es sind Wahlen. Wie stehe ich denn jetzt bitte da? Ach, da oben ist der nächste Schacht. Man wird sagen, ich habe die Kontrolle verloren über Schacht betreten. Meinen Bezirk. Ach so, der ist ja unsichtbar. Ja, genau. Ich habe mich schon gerade gefragt, wie. Wir versuchen. Wie der das wohl machen möchte. So ein Teil brauche ich auf jeden Fall auch. Ich frage mich jetzt nur, wie kommt der da rein, ohne da Aufmerksamkeit zu erregen. Die hören das doch locker, oder nicht? Okay, Flathead ist drin. Patche dich zur nächsten Kamera. Wieso bist du so sicher, dass es für dich war? Bug? An das Problem. Das ihn was denn? Zimmerservice ist im Weg. Ich lenk sie ab. Er ist doch gar nicht im Weg. Okay, schon dabei. Scanne nach Geräten zum Hacken. Okay, Fernseher. Gucken wir mal, was es noch gibt. Hier ist ein Terrarium. Wenn man das Terrarium platzen lassen könnte oder so, das wäre doch cool. Das Terrarium hat eine Steuertafel. Glaub, das wird nicht. Oh. Ja, dann machen wir Fernseher. Mit dem Fernseher. Ich sage, so weiter. Oh, was ist da denn noch? Holoprojektor vielleicht? Nein. Oh, die ist aber auch anspruchsvoll. Bringt das was? Nein, überhaupt nicht.
Will die jetzt ernsthaft den Temperaturregler? Sehr gut, ja. Verlinkt den Flathead damit. Ach, das. Das ist jetzt das, was T-Bug wollte. Okay. Ich habe so das Gefühl, dass sie einfach nur das genommen hat, was ich als letztes ausgewählt habe. Aber ich verstehe nicht, warum die im Weg sein sollte. Weil, komme ich doch vorbei, oder nicht? Der Kleine macht auf jeden Fall seine Aufgaben. Okay. Herarium hat seine Farbe gewechselt. Fuck, es hat geklappt. Meine Güte, das war noch gar nicht. Hast du eine Ahnung, was diese Dinger kosten? Weiter jetzt. Keine Zeit für Schmeicheleien. Ich will aber sehen, wie es explodiert. Aber okay. Dann machen wir weiter hier. Dann sehen wir leider nicht, wie es explodiert. Cool. Hallo. Ach, das muss ich jetzt, dafür muss ich jetzt wieder scannen. Okay, danke. Ich habe zwar keine Ahnung, wo ich hin soll, aber ich scanne einfach immer mal den ersten Schacht, der sichtbar ist. Okay. Der Dweller ist hinter der Tür. Flathead kann sie öffnen. Okay, und der Typ, der hier sitzt, hat mal wieder... Müssen wir doch gleich bestimmt ablenken, oder nicht? Nee. Also die Leute, die hier rumsitzen, die kriegen davon nichts mit, wenn man hier Türen aufmacht und Schächte und sowas. Sieht aus, als hätte er Probleme. Shit. Es muss noch einen Weg geben. Moment. Auf der anderen Seite ist noch eine Kamera, aber die ist aus. Hier sind Gitter. Soll ich sie anschalten? Ja, sieh dich nach einem CCTV-Port um. CCTV? Ach hier. Ganz klar der. Hätte ich ja sofort erkannt, dass das jetzt ein CCTV-Port ist. Okay, bin dabei. Jetzt schalt zur anderen Kamera um. Okidoki. Dweller ist drin. Wie geplant. Komisch, dass das Hotel nur einen Runner hat. Lieber ein guter Dweller als 10 gewöhnliche. Nee, ich frag T-Bug, was... Was machen wir jetzt? Neutralisieren. Verlink den Flathead mit ihm. Ich friere ihn mit einem Demon ein. Oldschool, frag nicht. Und der Dweller kriegt davon nichts mit? Verlinke ihn direkt mit dem Stuhl. Dann wird er nicht mal was merken. Könntest mit einem Panzer da durchfahren und er würde nichts spüren. Für die Umwelt ist er tot. Zuerst muss der Flathead aber da rein. Ja. Dann gucken wir doch mal, wie wir die Tür aufkriegen. Bildschirm. Netrunner-Stuhl. Okay. Nutzername 94129-admin-a. Ah, dankeschön. Ja, wie komme ich denn hier rein? Da, der Schacht. Ich glaube, der Schacht verläuft zwischen den beiden Zimmern. Finden wir es raus. Jetzt schalt zur anderen Kamera um. Habe ich ja vorher schon gesehen. Schick den Flatter darüber, dann wechsel zur zweiten Kamera. Irgendwie ist die zweite Kamera jetzt aber eine andere. Also die ist jetzt viel näher rangezoomt. Ah ne, jetzt ist sie wieder weggezoomt. Okay. Dann öffnen wir mal. Luki, Luki. Da kommt unser Baby. Mit dem Stuhl verlinken. Warum muss ich das denn alles machen? Ich dachte, dafür ist T-Bug da. Mann, ey. So schwer sind die Aufgaben jetzt auch nicht. Das sollte der sogar alleine hinkriegen. Ich meine, der kann sich unsichtbar machen. Dann sollte man doch vorher warten, was können, dass der sein Ziel von alleine... Ha! Hab ihn! Ich liebe Demons. Der Flathead bleibt, oder? Der behält den Dweller im Auge. Ich gehe in Compeckys Hauptnetz rein. Du, lock dich aus. Okay. Wie gehe ich raus? Okay, automatisch, alles klar. Así es como se hace. Wie geht's dir? Gut. Bisschen schwindelig, sonst nichts. Buck, sind wir noch im Zeitplan? Schattenknöpfe. Bist du da, Buck? Ja, bin hier. Okay, hör zu. Das Eis ist dicker als gedacht. Da durchzukommen dauert Stunden. Stunden? Geht das nicht schneller? Willst du, dass mein Kopf explodiert? Was zum Teufel ist denn das? Setz dich halt hin und genieß deine schicke Suite. Danke, werde ich. Wie? Du solltest dich auch ausruhen. Okay.
Das hört sich doch gut an. Ich würde sagen, beim Thema Ausruhen machen wir direkt auch mal einen Cut. Und dann ruhe ich mich auch mal 2 Sekunden aus und dann geht's direkt in der nächsten Folge weiter. Also, ich hoffe, ihr schaut dann auch beim nächsten Mal wieder zu. Bis dahin. Ciao.